Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einem neuen Part von Let's Play Pikmin 4. Im letzten Part hatten wir schon mal ein bisschen nach Gegenständen gesucht, die wir gegen Energie umwandeln könnten für unser Raumschiff. Allerdings brauchen wir, um einen größeren Suchradius für unser Radar zu haben, noch einiges mehr an diesen Gegenständen. Und da geht es dran, dass wir diese suchen. Und dafür ist jetzt hier erstmal eine Strategiebesprechung eröffnet. Okay. Ich fasse mal die Akte der Lage zusammen. Hier wird es eh nochmal zusammengefasst. Perfekt, hätte ich mir meine Zusammenfassung sparen können. Gestern wurden zwei Rettungsschulmitglieder und ein Rettungshund gefunden. Und das alles dank David. Der Verbleib von vier weiteren Kollegen ist allerdings unbekannt. Und die Seffert ist nicht einsatzbereit. Ich würde also sagen, dass wir bei unserer Hauptmission Captain Olimars Rettung auf einige Hindernisse gestoßen sind. Unsere oberste Priorität ist die Suche nach unseren vier Kollegen. David, Otzin fliegt in das Gebiet, aus unserer Radar die Signale empfangen hat und findet die vermissten Rettungsschulmitglieder. Conan und ich bleiben beim Schiff. Wir werden euch von hier aus mit Informationen unterstützen. Keine Sorge, über die drahtlose Verbindung der Seffert können wir jederzeit miteinander kommunizieren. Normalerweise würde es einem Neuling nicht so viel Verantwortung zumuten, doch ich habe gesehen, was du alles leisten kannst. Außerdem steht dir auch Otzin zur Seite. Ihr zwei seid doch ein tolles Team. Zaffin, was wird denn jetzt aus der Suche nach Captain Olimar? Sollen wir sie ganz offiziell auf später verschieben? Nein. Vielleicht finden wir ihn ja, während wir nach den anderen Rettungssturmmitgliedern suchen. Ich werde diese Mission weiter als aktiv führen. Nur für den Fall. Gut, dann erkläre ich diese Strategiebesprechung hiermit für beendet. Verstanden. Verstanden. Captain Olimar ist auf einem unerforschten Planeten gestrandet. Mache ihn auffindig, während du nach den vermissten Mitgliedern der Rettungscrew suchst. Okay. Ich müsste da etwas mit dir besprechen. Ja, kommen Sie mal einen Meter ran. Du hast erst vor kurzem bei uns angefangen und schon so viel geleistet. Du wirst es doch weit bringen. Gar keine Frage. Beim Erkunden unerforschter Planeten muss man sich aber natürlich auf Gefahren einstellen. Aber du schaffst das schon. Warum ich mir da so sicher bin? Weil ich dein Potenzial sehe. Darum habe ich dich auch für die Rettungscrew angeworben. Okay. Es wird dich freuen, dass ich einige neue Funktionen auf deinem Tablet installiert habe, die dir die Arbeit erleichtern können. Sie sind sehr praktisch, also sieh dir sie doch einmal an, wenn du eine Minute Zeit hast. Gut, das war's auch schon, was ich dir sagen wollte. Gut, aufpassen. Dies sind die Gebiete, die du derzeit erkunden kannst. Aha. Sonnige Anhöhen. Dort könnten sich ein Mitglied der Rettungscrew aufhalten, schnell. Wir müssen mit der Suche beginnen. Wenn du bereit bist, bin ich es auch. Sprich mich einfach an, wenn ich dir weiterhelfen kann. Okay, schau doch mal rein, Tablet. Was da so Neues gibt. Okay, Status, Mission, Visitenkarte, Dokumente, Logbuch. Okay. Ah, man kann hier auch noch mehr. Hätten wir überhaupt die ganzen Pikmin eigentlich alles wieder hin? Und wir sind ja alle wieder weg, habe ich so einen Eindruck. Dann müssen wir es wieder neu machen lassen, oder was? Ich habe ganz gerne ein paar Pikmin haben, die mich auf der Reise begleiten. Irgendwie sind die anderen. Keine Ahnung, wo die hin sind. Dann machen wir jetzt eine neue. Na, da haben wir doch gleich die ersten. Die mir gleich fleißig zur Hilfe sind. Und wir helfen
die Dinger hier alle Platz zu machen. So, hier sind auch gleich neue Pikmin gekommen. Ah, nein, ich wollte die Pikmin eigentlich nur, pflanzen, gärtnern, was auch immer. Gut, dann haben wir hier nochmal welche, die kann der Hundi mal machen. Dann haben wir hier welche für die Pikmin. Ich glaube, das war's mal auf jeden Fall dann fürs Erste. Oh, da gibt's wieder ein paar neue so Pflanzen, sehr schön. So, jetzt war's das in Gleis, dann haben wir alle Pikmin eingesammelt. So, das dürfte mal erstmal reißen. So, jetzt haben wir auf die Karte, wo wir eigentlich denn überhaupt hin müssen. Oh, hier irgendwie noch nicht ganz gereicht. Lass mir nochmal an. Hier ist alles bereit. Der Beagle kann starten, wann auch immer das Signal zum Aufbruch gibt. Ach so, ah ja, aufpressen. Okay. Verstehe. Das ist nicht die Beagle irgendwie? Aber das Raumschiff konnte doch nicht fliegen. Hä? Es reißt nicht. Ach, da, ah ja, doch, es reißt. Da ist jetzt so ein Stern und das muss man erstmal. Hä? Ich bin gerade leicht lost. Was im Henker soll ich machen? Also Mission. Keine Ahnung, ich geh jetzt einmal ein bisschen durch die Gegend. Wo es halt irgendwie geht. Gut, hier kommt man eh nirgends hoch. Dann schauen wir doch einfach mal, wie weit wir kommen. Ja, hier oben, was wir sehen, du hast mir einfach dumm. Also nochmal anspressen. Freuen wir uns auf den Tag, an dem wir die Rettungscrew wieder vereinen und das Endes-Captain suchen können. Ja, ich will es aufpressen. So. Das sind die Gebiete, die du erkunden kannst. Ah, ich muss da vielleicht auf Erkunden klicken. Er sagt das doch gleich, wenn man da was drücken muss. So, ein paar Minuten von dem ist einfach rumgerotzt, indem man planlos dagegen gelaufen ist, ey. Okay, auf kurz zu sonnige Anhöhen im neuen Bereich. Ich bin gespannt. So, aber was genau uns denn hier in den sonnigen Anhöhen erwartet wird,
Das für Leute sehen wir mit dem kleinen Teaser im nächsten Part. Macht's gut, bis dahin. Ciao.